Ich bin auf einer besonderen Schatzsuche im Elsass in den Nordvogesen. Ja, das ist tatsächlich echtes Erd- oder Rohöl. Und das hat der Gegend hier eine besondere industrielle Vergangenheit beschert. Denn Merquillère-Pechelbronn war der erste Ort in Europa, an dem Erdöl gewonnen wurde. Und wie es dazu kam, wie sich die Förderung über mehrere hunderte Jahre entwickelt hat und welche Rolle auch die zwei Weltkriege gespielt haben, das möchte ich mir heute ansehen. Die Geologie des Oberrheingrabens sorgt dafür, dass das zähflüssige Öl an die Oberfläche tritt. Das erklärt mir Daniel Rodier, der sich in einem Verein mit der Erdölgeschichte der Region beschäftigt. Wahrscheinlich waren Wildschweine die ersten Nutzer des Öls. Sie kommen noch heute her, um sich in diesen Pfützen zu suhlen. Es ist eine Kur für Fell und Haut. Erstmals erwähnt wurde Erdöl im Elsass 1498. Es gibt ein Dokument, in dem eine Ölquelle am Rand von Merquillère in Richtung des Ortes Lampertsloch erwähnt wird. Man nennt so etwas in der Fachsprache Pech- oder Asphaltsee. Dort steigt Rohöl auf und wird an der Oberfläche zu zähflüssigem Bitumen oder Teer. Die Geschichte der Ölförderung ist im Musée du Pétrole, dem Erdölmuseum in Merquillère-Pechelbronn, dokumentiert. Hier wird erklärt, wie sich das Öl gebildet hat und wie es über Jahrhunderte abgebaut wurde. Denn schon im Mittelalter schöpften es die Menschen von oberflächlichen Quellen ab. Es wurde zum Kalfatern verwendet, weil es wasserabweisend ist. Alles, was mit Wasser in Berührung kam, konnte damit abgedichtet und geschützt werden. Ärzte nutzten die antiseptische Wirkung, besonders bei Hauterkrankungen. Und es wurde als Schmiermittel verwendet. 1740 vergab der französische König Ludwig XV. Eine Konzession an einen lokalen Unternehmer, der die Förderung vorantrieb. Er ließ Stollen bauen, um ölhaltigen Sand unter der Erde abbauen zu können. Der Sand wurde mit Eimern an die Oberfläche gebracht. Dort wurde er in Kessel mit kochendem Wasser gegeben. So wurde der klebrige Kohlenwasserstoff aus dem Sand gewaschen und war anschließend flüssiger. Besonders die Familie Lebel prägte die Ölförderung in der Region. Unter ihr wurde 1813 eine der weltweit ersten Ölbohrungen durchgeführt. Später ersetzten Bohrtürme und Pumpen den unterirdischen Abbau von Ölsand vollständig. Pumpen waren im Elsass notwendig, weil das Öl bei Bohrungen nur selten von allein an die Erdoberfläche trat. Ein Team baute so einen Bohrturm in ein, zwei Monaten auf. Dann musste man warten, bis der Bohrer auf eine ölhaltige Sandschicht traf. Dort wurde dann eine Pumpe installiert, um das Öl mit Hilfe von Wasser an die Oberfläche zu pumpen. Ab 1906 standen die lokalen Ölproduktionsstätten unter deutscher Kontrolle. Kurz danach wurde die bergmännische Ölförderung wieder aufgenommen, um den Ertrag zu steigern. Hierfür wurden neuartige Pumpsysteme installiert. Es wurden Schächte gegraben, um eine Fläche von 1300 Hektar unterirdisch zu erschließen. Das Öl konnte dort direkt aus den Sandschichten gepumpt werden. Die Stollen waren insgesamt 450 Kilometer lang. Über 1000 Bergleute arbeiteten dort. Merquillère-Pechelbronn erlebte eine wechselhafte Zeit. Im Zweiten Weltkrieg stand die Region erneut unter deutscher Besatzung. 1944 zerstörten amerikanische Bomber die Raffinerie. Nach dem Krieg wurde das Öl wie schon in den 20er Jahren unter der französischen Marke Antar vertrieben. 1965 endete die Ölförderung im Elsass. Sie war nicht mehr rentabel. Daniel Rodier ist dennoch fasziniert von diesem Kapitel lokaler Geschichte. Ich habe viel über Geologie, Soziologie, Politik und Energie gelernt. Öl ist eine unerschöpfliche Quelle, die alle Bereiche berührt. Ja, ich war schon im Wald fasziniert von den Ölquellen, in denen sich bis heute die Wildschweine suhlen. Und ich habe echt nicht erwartet, was hier für eine spannende Industriegeschichte hintersteckt. Daniel Rodier hat auch unzählige Anekdoten auf Lager, die ich gar nicht alle unterbekommen habe. Es lohnt sich also wirklich, selbst herzukommen und sich selbst ein Bild von der Geschichte von Merquillère-Pechelbronn zu machen.